Hallo erstmal, auch von mir erstmal allen ein gesundes neues Jahr. Und damit natürlich auch die besten Wünsche für uns alle. Fangen wir mit dem Personal an. Elias ist beim Afrika Cup oder dann auf dem Weg dahin. Jorge Meret ist krank. Sepp Andersen ist heute wieder ins Training eingestiegen. Das sind die drei Personalien, die, glaube ich, jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen Gesprächsthema war. Alle anderen Jungs sind an Bord. Das heißt, wir konnten gut trainieren, wir konnten uns sehr gut vorbereiten aufs Spiel und hoffen dann dementsprechend, dass wir ja gut vorbereitet auch sind und dementsprechend auch das Spiel bei Hertha BSC gut angehen können. Nein, Vizekapitän werde ich jetzt nicht benennen, weil wir einen sehr, sehr guten Mannschaftsrat haben. Das werde ich dann, wenn es wirklich notwendig ist, im Spiel entscheiden, wer dann für Jonas die Kapitänsbinde übernehmen sollte. Wen ich dazu berufen habe, ist Benno Schmitz. Den habe ich in den Mannschaftsrat berufen. Ich glaube auch, dass er sich das nicht nur als Persönlichkeit verdient hat, sondern auch mit seinen gezeigten Leistungen im letzten halben Jahr. Und deswegen habe ich das auch heute der Mannschaft dementsprechend auch mitgeteilt, dass Benno dann den Mannschaftsrat oder mit im Mannschaftsrat sein wird jetzt. Ich habe rechtzeitig mit beiden Torhütern gesprochen, dann, die es auch betrifft, hatte dann auch die Mannschaft schon drüber informiert, also die Mannschaft weiß das jetzt auch schon seit 2 Tagen. Marvin Schwebe wird im Tor stehen. Die Regelung wird so aussehen, dass er bis zum Bochum-Spiel alle 3 Punktspiele machen wird. Im Pokal wird Timo dann dementsprechend stehen und zur nächsten größeren Pause, also nach dem Bochum-Spiel, werde ich mich dann für die Saison auch festlegen, wer dann die Nummer 1 ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir im Pokal weiterkommen, dann dementsprechend im Pokal stehen würde. Wie ich Hertha wahrnehmen. Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, seitdem Taifun da ist, aus den letzten 4 Spielen 7 Punkte geholt. Bei Hertha haben sie nicht verloren, sondern bei Mainz dann verloren. Das war das Einzelspiel, was nicht so gut gelaufen ist. Alle anderen Ergebnisse sprechen für sie. Beide Heimspiele gewonnen gegen BVB, auch zurückgekommen und gegen Bielefeld dann das Heimspiel gewonnen. Das spricht erstmal für sie. Und jetzt kommen wir aber. Und jetzt geht es ja auch nicht darum, was die gut machen. Die machen vieles gut, haben sich jetzt weiter stabilisiert, sind auch in der Tabelle geklettert. Und jetzt heißt es dann, dass wir für uns Lösungen finden müssen und dass wir bei uns bleiben. Ich glaube, das ist klar. Aber dass Hertha eine hohe Qualität im Kader hat, ich glaube, darüber können wir gerne drüber reden. Sehr, sehr gute Einzelspieler, sehr, sehr gute kompaktes Spielen immer wieder. 2 sehr, sehr gute Innenverteidiger. Und da geht es jetzt nicht darum, ob egal wer von den Innenverteidigern spielt. Und deswegen wird es einfach eine interessante, spannende Aufgabe. Auch wie alle dann, das haben wir ja gerade festgestellt, nach der kleinen Pause dann wirklich auch rauskommen. Aber wie gesagt, wir wollen unseren Fußball spielen. Wir wollen gucken, dass wir da hinfahren, dass wir punkten, dass wir gewinnen. Das sollte auch zu sehen sein. Und alles andere lassen wir gerne auf uns zukommen.